Dann beginnen wir mit dem Herzstück dieser Preisverleihung, nämlich mit der Auszeichnung der Preisträger. Als erste Preisträger möchte ich nach vorne bitten Julian Becker und das Theater des Gymnasiums Olching für das Filmprojekt Kave Kane. Herr Julian Becker und dazu bitte Frau Seehofer zum Mikro. Herr Becker, mit Ihrem Film Kave Kane möchten Sie Jugendliche auf die Gefahren des Rechtsextremismus aufmerksam machen. Und das hat begonnen mit einem Schulprojekt. Und am Ende wurde der Film in einem Kino gezeigt von mehreren hundert Zuschauern. Das ist ja mal ein toller Erfolg für ein Schulprojekt, würde ich sagen. Dankeschön, danke. Wie ist denn das so gekommen? Also den Grundstein dafür hat mein Seminar gelegt. Am Gymnasium schreibt man in der Oberstufe eine Seminararbeit. Und das Thema des Seminars war Extremismus bzw. Terrorismus. Und dann haben wir uns während des Seminars mit dem Rechtsextremismus gerade bei Jugendlichen beschäftigt. Und das war so der Anstoß dafür und da kam ich dann eben auf die Idee, darüber einen Film zu machen. Und dann ging das ganz einfach oder wie lief das ab? Du hast dir gedacht, ich mache einen Film und dann... Wie das halt so ist, oder? Also man wacht morgens auf, will einen Film machen und nachmittags ist alles fertig. Nein. Richtig, das kennen wir alle. Genau. So war es natürlich nicht. Also es gibt dann immer ein paar Schritte, die dann eben durchlaufen werden müssen. Zunächst einmal muss irgendwie ein Konzept stehen, also worüber soll dieser Film gehen? Ich meine, Extremismus ist ein sehr großes Thema. Und dieses Buch, was wir gelesen haben, Neue Nazis, ich weiß nicht, ob das vielleicht vielen von Ihnen sogar was sagt, da geht es eben auch um Geschichten, die direkt von Aufschauern erzählt werden. Und da kam ich eben, also das hat so ja, das Grundstein fürs Drehbuch gelegt, da habe ich mich orientiert. Und danach ging es an die Suche der Schauspieler noch auch schon im Vorhinein ein paar Gelder, die wir auch von der Schule bekommen haben und von dem Förderprojekt, womit wir dann eben die Requisiten und dergleichen zahlen konnten. Und das Theater von eurer Schule hat dann kräftig mitgeholfen? Richtig, das sind logischerweise die Schauspieler gewesen, wie man sich vielleicht denken kann. Also ich war sehr erstaunt, dass sie sich auch darüber hinaus noch mit engagiert haben, womit ich erstmal gar nicht gerechnet habe. Also ich bin auf sie zugekommen und habe gesagt, Leute, ich will einen Film machen, habt ihr Bock? Wie man es heute so sagt. Und sie waren auch ziemlich begeistert und haben auch hinter der Kamera viel mit angepackt. Und ohne die wäre es auf jeden Fall, wäre der Film nicht so geworden, wie er jetzt ist. Also dein Umfeld hat positiv reagiert, habe ich unterstützt und der Film wurde dann im Kino gezeigt. Das heißt, es gab auch noch andere Menschen außerhalb von eurer Schule, die gesagt haben, super Sache, das möchten wir unterstützen und das der Öffentlichkeit zugänglich machen. Genau, richtig. Also es war ein großes Anliegen von mir, es nicht nur im Rahmen der Aula oder sowas in der Schule zu zeigen, sondern auch wirklich im Kino zu bieten, um auch mal ein Statement zu sagen, okay, wir sind da, ja, und wir halten das nicht nur bei uns in unserem Rahmen, sondern wir tragen es auch nach außen. Und es hat mich sehr gefreut, dass es so großen Anklang gefunden hat. Ich meine, das Kino hat 200 Plätze und wir haben es dreimal voll bekommen. Und damit habe ich gar nicht gerechnet. Also ich meine, jeder, der im Kino war, der bekommt dann immer so ein kleines Pappkärtchen und wir hatten dann so einen Stapel an Karten und dann steht man davor und denkt sich so, ach du Scheiße, soll ich die ganzen Karten loswerden? Ja? Aber sie wurden uns quasi aus der Hand gerissen und das hat mich sehr gefreut. Sehr schön. Frau Seehofer, was sagen Sie dazu? Warum ist das so wichtig und so besonders, wenn Jugendliche sich engagieren und auch andere Jugendliche aufmerksam machen für die Gefahren des Rechtsextremismus? Ja, ich finde das ganz wichtig, weil es Jugendliche sind und weil der Film über Jugendliche geht, die aus unterschiedlichster Weise von der Fahrt abgekommen sind und ja, Hilfe brauchen. Und deswegen ist es wichtig, dass solche Filme und solche Personen, Schüler da sind, die das aufgreifen. Mit Ihrer Freizeit sich engagieren. Ja, für die sozial engagieren, ja. Ja, sehr schön. Mhm. Ja, dann würde ich Sie einfach mal bitten, wo ist die Urkunde? Die Urkunde zu überreichen. Ja, also von uns allen herzlichen Glückwunsch für Ihr ehrenamtliches, soziales Engagement und machen Sie weiter so und helfen Sie dadurch vielen Jugendlichen. Dankeschön.
Der nächste Preisträger, den wir auszeichnen möchten, ist der Deutsche Biozugverband. Für das Projekt Nicht mit mir. Und da bitte ich nach vorne Herrn Schreiber und Herrn Köhler und als Berater Herrn Professor. Projekt Nicht mit mir und wollen Sie Kindern helfen, Gefahren zu erkennen, sie einschätzen zu können und sich im Notfall auch lernen zu können. Da frage ich mich, Kinder und Jugendliche, die den Rückzug trainieren, brauchen die dann noch einen extra Kurs? Ja, das Projekt richtet sich natürlich nicht an Kinder. Vordringlich sowieso schon die Rückzug machen, denn die sind natürlich selbstbewusst und selbstsicher, sondern ich möchte auch herausstellen, dass wir beide jetzt nach außen stehen. Ja, Herr Präsident, du nimmst das bitte nicht übel. Das ist halt der Tatsache geschuldet, dass jemand da sein muss, dass jemand den Preis entgegennehmen muss. Unsere Projektpartner, das ist ein riesengroßes Netzwerk an Schulen, an Förderern, an Kursleitern, das sind die Menschen, die dieses Projekt geschaffen haben und für die ich mich auch freue, dass sie heute da sind. Und das ist ein Projekt, das wir in die Schulen tragen möchten. Das ist natürlich regional ein bisschen unterschiedlich. Steht und fällt mit dem Schulleiter, steht und fällt ja, mit dem Kultusministerium vielleicht. Aber da, wo es gemacht wird, da, wo es umgesetzt wird, da sind wirklich, ich habe heute in der Frühjahrskurs gehalten, und wenn man in leuchtende Kinderaugen, in die grinsende Lehreraugen schaut, dass sowas gemacht wird, das ist eigentlich dann schon ein toller Lohn, den man dafür bekommt. Und das heißt, das sind Kinder, die sonst noch nicht im Sportverein sind und dann bieten sie einen Kurs an und dann lernen die, was genau dort? Genau, es soll soziale Kompetenz vermittelt werden. Es geht nicht in erster Linie um Selbstverteidigung. Der Selbstverteidigungsaspekt nimmt nur einen kleinen Bruchteil ein. Das heißt, die Situation, wenn ich mir nicht mehr anders zu helfen weiß. Alarmstufe rot, sagen unsere Kursleiter, aber die anderen Kinder lernen einen wertschätzenden Umgang miteinander. Wir gehen natürlich auch auf Themen wie Rassismus, Inklusion, Demokratie und so weiter ein und versuchen den Kindern so ein Stück weit soziale Kompetenz mit auf den Lebensweg zu geben. Und das sind ja recht viele Kinder, wenn ich das richtig gelesen habe, in Bayern 10.000 bislang. Wir haben deutschlandweit insgesamt ca. 120 bis 130 Kursleiter ausgebildet und bayernweit um die 10.000 Kinder mit diesem Konzept geschult. Schön. Professor Eckert, als Beiratsmitglied des BFDT, Gewaltprävention ist ja ein wichtiges Thema für das BFDT. Was würden Sie sagen, warum ist es wichtig, dass schon bei Kindern Gewaltprävention betrieben wird mit speziellen Kursen? Also zunächst muss ich mal bekennen, dass ich vor 65 Jahren so einen Kurs mitgemacht habe. In München-Schwabing. Ob es Erfolge hat, weiß ich nicht. Aber ich bin eigentlich nie angegriffen worden. Das hängt aber auch da vielleicht damit zusammen, dass die alle Leute gemeint haben, weil ich groß bin, wäre ich auch stark, was natürlich ein Unfug ist. Aber wir haben ein nachwachsendes Gewaltproblem in unserer Gesellschaft, mit dem wir immer wieder zu tun hatten. Und das hat einmal natürlich einen Grund, dass Gewalt und Gewaltausübung auch stimuliert. Sie wird von vielen positiv bewertet. Mach mal's aus, geh mal raus. Ja? Und das andere ist, dass wir in einer Medienlandschaft leben, in der Gewalt gerade in dieser Stimulation überall präsent ist. Gewalt ist visuell enttabuisiert und gleichzeitig ist sie, anders als in anderen Gesellschaften, rechtlich und pädagogisch tabuisiert. Das heißt, Jugendliche befinden sich in diesem Konflikt. Sie sehen etwas, was sie unter Umständen anmacht, was sie aber überhaupt nicht ausführen sollen oder ausführen dürfen. Und dann gibt es auch im zweiten Schritt eine spezielle Auslösersituation. Wir wissen zum Beispiel, dass Kinder, die, oder Jugendliche, die als Kinder
sehr viel Gewalt erlebt, als Opfer oder als Zuschauer. Das reicht auch schon. Ohnmächtig erlebt haben. Natürlich der Vater, wenn er besoffen war, prügelt die Frau oder prügelt die Kinder oder beide. Und sie sind ohnmächtig. Und im Moment, wo sie dann zu Kräften kommen, ist es für sie ein unglaublicher Genuss, ein geradezu rauschhaftes Erlebnis, wenn sie selbst einmal die sind, die zuschlagen können. Dann gibt es eine andere Auslösersituation. Ich will also der Stärkere sein. Und um das Ansehen und die Stärke herrscht Konkurrenz unter altersgleichen, in der Schulklasse beispielsweise. Und da kommen dann die Schwächeren herein, die sogenannten Opfer. Sie wissen, dass das mittlerweile ein Schimpfwort unter Jugendlichen ist. Du Opfer. Das heißt, die Schwachen werden nicht nur gedemütigt, sondern sie werden obendrein sozusagen als geborene Opfer gedemütigt. Und in diese Situation ist ausgesprochen gefährlich, weil aus ihnen dann potenziell auch jugendliche Banden sich entwickeln. Und hier ist es unglaublich wichtig, wenn wir Leuten auf der einen Seite ein Selbstbewusstsein mit sich geben, und da spielt natürlich die Fähigkeit, sich selbst verteidigen zu können, die sie so heruntergespielt haben, natürlich schon eine Rolle. Ich weiß, wenn es darauf ankommt, was ich machen kann. Das ist wichtig. Und wir wollen natürlich hoffen, dass es nicht darauf ankommt. Aber diese Selbstsicherheit gibt Jugendlichen dann auch die Chance, nicht zu leicht in solche Situationen hereinzukommen. Das muss sich dann irgendwann verbinden, natürlich mit diesen allgemeinen Vorstellungen von Toleranz, von Anerkennung, die Sie, Frau Ministerin Müller, auch beschrieben haben. Aber es ist wichtig, wenn wir bei irgendetwas anfangen, dass Kinder spüren können, dass etwas mit ihrem Körper zu tun hat. Pädagogik hat zweierlei Stufen. Einmal die körperliche Erfahrung, auch beispielsweise von Hunger, Durst, Solidarität, die dann notwendig wird, wenn man irgendwo in den Bergen mit den Stieren unterwegs ist und den Rucksack nicht mehr schleppen kann. Und das Zweite ist die Orientierung dieser Erfahrung an allgemeinen Menschenrechten, allgemeinen Zielen, so wie sie in unserer Verfassung niedergelegt sind. Dieses zweistufige Verfahren, davon bringen Sie die eine Stufe an und bereits denken Sie in Ihrem Programm, wenn ich es richtig verstanden habe, auch diese zweite Stufe mit an und bereiten Sie vor. Herzlichen Dank. Die wir Auszeichnung möchten.